Guten Tag, willkommen zurück zu Oddworld. Wir sind hier in Rapture Farms immer noch, aber diesmal Zulag 2, Leute. Benutze Slick, um dich an der Sicherheitstür vorbei zu mogeln. Das ist ja genauso langsam wie meine Spendenanzeige im Stream. So langsam ist das Ding da oben. Aber damit muss man klarkommen, ne? Erstmal den Typen uns holen. Den lieben Slick. Ja, wir sind jetzt in Zulag 2, Leute. In Zulag 2. Gibt's hier ein paar wieder neue Sachen? Er ist nicht mehr Backtracking-Zeug. Bye. Wie bitte? Warte, ich muss noch mal gucken. Was war jetzt was? Gagag. Gagag. Okay, Gagag. Gagag ist Dreieck. Ist Dreieck, okay. Hoi. Gagag. Gagag. Furcht. Okay. Was? Achso, ich dachte, da kommt noch ein Geräusch danach. Okay. Okay, nochmal von vorne. Hi. Furz. Gagag. Gagag. Furz. Okay. Furz. Gagag. Gagag. Furz. Wunderschön. Jetzt muss er noch. Kommt er jetzt noch runter? Oder muss ich gleich mit AP hinkommen und ihn. Ah, okay, kommt runter. Bam, 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 Junge, stirb. Ja, das sind jetzt Sicherheits. Bla-Gedöns. Die sind jetzt hier neu. Das ist jetzt in Rapture Farms. Auf dem Weg, also rund um Scrabania und Paramonia, waren diese Passwörter eigentlich für Dingens gedacht. Für Ape. Aber hier bei den Slicks in Rapture Farms muss man jetzt auch öfters mit den Slicks machen. Das ist auch ganz cool eigentlich. Dass man halt da noch was benutzen muss bei denen. Ja, wird die Karte gezeigt. Im Prinzip ist diese Zulag 2, 3, 4 und so weiter so ähnlich aufgebaut im Prinzip wie ein Tempel bei den Scraps oder bei den Pyramids. So ähnlich aufgebaut, würde ich sagen. Ja, weil du hast dann auch gleich mehrere Türen. Genau, hier hast du wieder mehrere Türen und die letzte Tür öffnet sich halt erst, wenn du diese drei kleinen Türen, nicht kleinen Türen, aber diese drei kleinen Räume beendest, öffnet sich halt die Tür zu Zulag 3. Ich glaube, es gibt eine Zulag 2, 3, ich glaube 4 oder 5 ist schon das Finale, ich bin mir nicht sicher. Wir werden sehen. So, Zulag Nummer 3, erste Tür. Okay, wird direkt gesaved. Was haben wir denn hier? Schauen wir uns mal das Verzeichnis an. Ja, schon wieder eine Karte. Vielen Dank für die Karte. Und es gibt unter diesen einzelnen Zulegen, Bla-Gedöns, gibt es eine Tür, die ist richtig abgefuckt. Die ist richtig abgefuckt. Ich weiß noch, dass ich da auf jeden Fall jedes Mal immer wieder Probleme hatte. Okay, rechts wird auf jeden Fall irgendwo ein Slick sein. Okay, ich glaube, wenn ich mit dem Fahrstuhl runterfahre, kommt direkt ein Slick. Ich meine, da kommt direkt ein Slick. Wenn ich mich richtig erinnere. Rette so viele Murokons auf einmal zum Shriekul zu werden. Ja, das kenne ich schon. Mit dem Taubenkreis, wenn da eine Zahl schwebt. Genau, wie da. 3. 3 bedeutet, rette 3 auf einmal und du wirst zu Shriekul. Ich meine, wenn ich das jetzt hier mache, dann kommt. Ja. Okay, gut, dann holen wir es den. Ich wusste es, Leute. Easy going. Ich wusste es. Ich hab's gefühlt. Ich hab's im Urin gehabt heute Morgen. Als ich aufgewacht bin, hat mir mein Urin. Ich hab gepinkelt. Und dann hab ich in die Schüssel hab ich so mein Würstchen reingewedelt. Und dann hab ich gesehen, genau die Form gesehen. Die Form gesehen, wie ein Slick auf einen Fahrstuhl runterfährt. Hi. Hi. Nicht? Gagag. Furz. Gagag. Fuck. Das war schon nur drei Geräusche? Hi. Hi. Gagag, Furz, Gagag. So. Was das? Oh mein Gott! Erschreckt mich doch nicht so, Alter. Ich dachte, der schießt gleich direkt los. Aber habe ich immer Glück gehabt. Ja, gut. Dann war es das hier. Haben wir das hier geklärt eigentlich? Ja. Kann ich hier sterben, ja. Und oben brauche ich gleich Shriekul. So, dann erstmal holen wir erstmal den hier. Moin, was geht ab? Karl, komm mal runter. Hat er eine andere Stimme als die andere? Folge mir. Okay. Der hat voll die hochgepitchte Stimme. Hast du etwa zu viel vom Helium wieder geraucht? Mann. Vor allem geraucht. Kann man Helium rauchen? Ich glaube eher nicht. Man kann, glaube ich, eher Helium einatmen. Man kann ja mit Helium schweißen sogar, ne? Hallo. Folge mir. Folge mir. Okay. Ich habe ja als Schlosser gearbeitet. Was ist gearbeitet? Ausbildung gemacht. Ein halbes Jahr gearbeitet und 3,5 Jahre Ausbildung gemacht.
Und ich hatte in dieser ganzen Zeit kein einziges Mal das Vergnügen gehabt, mit Helium zu schweißen. Aber Helium ist auch recht teuer. Das Schweißverfahren ist recht teuer, weil Helium halt recht teuer ist. Deshalb hat man eigentlich immer andere Sachen gehabt, mit denen man geschweißt hat. Ja, das Ding ist hier so ähnlich wie ein Steinschloss in den anderen Tempeln im Prinzip. Ja. Im Prinzip ist das sowas ähnliches wie ein Steinschloss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Panik! Erstmal rumpaniken. Weiß einer, wann ich die Aufnahme gestartet habe? Nein, ne? Ich auch nicht. Gut. So, stirb, imperativ. Imperativ bildet man mit einem I. Da wird in dem Verb, wird aus dem E ein I. Ja, das ist der Imperativ. So bildet man ihn. Ihr lernt hier heute sogar was, Leute. Da will einer sagen, dass meine Videos nicht für Bildung sorgen, ja? Sowas von. Hier wirst du sowas von gebildet in meinen Videos, ja? Ich habe euch gerade beigebracht, wie man den Imperativ bildet, ja? Und zwar, wie gesagt, wenn ihr jemandem etwas befehlt, dann muss aus dem E ein I werden. Zum Beispiel nicht sterb, sondern stirb. Oder nicht lauf, sondern lief. Nein, das ist dumm. Aber bei einem E wird immer ein I. Ja, hier lernt ihr was, Leute. Hier lernt ihr was. So, erste Tür beendet. Tür Nummer 2. Los geht's. Nur noch 20 Arbeiter, Leute. Okay, da oben ist schon Slock. Ich renne einfach mal durch. Okay, da ist ein Slick. Slick, Slock. Die Familie ist versammelt. Ich glaube, ich brauche den Slock. Ich muss, glaube ich, den Slock mitnehmen. Hier, ja, Kleiner. So, ich glaube, ich muss den mitnehmen. Ja. So, haben wir den auch. Hier, Kleiner. Dann töte ich dich. Zack, und sterb. Stirb. Nein, das war kein Befehl. Da habt ihr gesehen, ich sterbe. Das heißt, es ist kein Befehl, sondern ich sag's ja, einfach nur so von mir. Ich sterbe, deshalb kein Imperativ. Deshalb einfach nur mit E. Aber wenn du sagst jetzt, du stirb, dann heißt es, ne? Man befehlt etwas und man muss ein I machen. Ich war eine Niete in Deutsch. Ich war immer eine richtige Niete in Deutsch. Oh, ich habe noch eine Bombe. Ich war immer eine richtige Niete in Deutsch. Oh, ich glaube, ich brauche den. Da ist ein Köter. Was? So. Jetzt darf ich auf keinen Fall meine eigenen Typen hier umbringen. Ah, scheiße. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Geht das Slick jetzt wieder ganz zurück oder nicht? Der geht wahrscheinlich nicht ganz zurück, oder? Ah, Moment. Ich weiß, wie das geht. Ich brauche gar keine Bombe, glaube ich. Ich muss einfach so machen. Ich könnte die Bombe benutzen, aber ich glaube, ich kann das so machen. Ja, es geht. Easy going, Leute. Scheiß auf Bomben, wenn man das hier machen kann. Aber genau, ich brauche hier so oder so eine Bombe, glaube ich, weil... Waren hier nicht die Tauben? Ne, die Tauben waren hier. Na okay, dann ist alles easy. Ja, wann kommen die Hunde jetzt raus? Erst wenn ich an den Hebel... Oh mein Gott! Oh, ja, dann habe ich das schon verkackt. Ich hab's schon verkackt. Oder ich lotse jeden einzelnen Hund immer nach links und töte ihn mit der Bombe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Ein sehr guter Plan! Ja gut, ich habe nicht gedacht, dass die Hunde so früh kommen. Ich dachte, die kommen erst, wenn ich an den Hebel ziehe. Aber das würde auch keinen Sinn machen, weil dann würden die Hunde ja töten eigentlich. Ah, schwierig. Schwierig. Hier, Kleiner, komm schon. Schwierig, aber ich... Jetzt weiß ich, dass die Hunde auf jeden Fall früher kommen. Die Hunde früher kommen und dann muss ich auf jeden Fall früher reagieren. Immer schön Schritt für Schritt rangehen und immer vorsichtig sein. Und dann müsste das klappen. Das klappt schon gleich, Leute. Keine Angst, ich hab's drauf. Das klappt schon. So, hier runter. Die Bombe brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich weck den erstmal und lass ihn mir hinterherlaufen. Er kommt aber nicht. Das ist schon mal sehr gut. Du blöder Slick. Ah, er schläft. Mach ich genau wie jetzt nochmal. So, ich weck den erstmal auf. Und kommen Sie mit mir mit. Warte. So, jetzt bleibt er, glaube ich, wieder da stehen, ne? So, dann gehe ich wieder hier hin und hol mir den kleinen Slick. Den kleinen süßen Slick. Fällt diese Slicks nicht aus süß? Nein, nicht. Ich finde sie schon so ein bisschen süß. Sind sie nicht ein bisschen süß?
Irgendwie sind sie schon geil, oder? Slicks sind schon irgendwie cool. Man sieht auch im zweiten Teil, wie die Slicks entstehen. Wie die Slicks eigentlich wirklich aussehen. Denn diese Beine gehören nicht eigentlich zu einem normalen Slick dazu. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Was? Als ob das war... Das kann nicht so wenig sein, oder? Ah! Okay, dann halt nicht. Gut. Dann nochmal abchecken, ob dadurch irgendwo Slicks aufgetaucht sind. Nee, oder? Durch den Hebel sind, glaube ich, keine Slicks aufgetaucht. Ja gut, dann hauen wir ab. Dann hauen wir ab. Sehr lustig, ey. Du hast gerade ein Wesen, du hast gerade ein Lebewesen vernichtet. Du hast gerade ein Lebewesen von innen heraus platzen lassen, ja? Das ist nicht lustig, ey. Beruhig dich wieder. Hallo. Hallo. So, folge mir. Okay. Folge mir. Okay. So, dann setz dich hier ab. Bleiben Sie sitzen. Danke. Okay. Den nächsten. Moin. Hallo. Hallo. Folge mir. Folge mir. Okay. Und jetzt. Ah, perfekt, der springt runter. So, lauft meine zwei Freunde. Grüßt eure Frauen von mir. Grüßt eure Kinder von mir. Ich habe ja irgendwie zu Beginn des Let's Plays, habe ich ja darüber gequatscht mal, dass irgendwie bei den Mudokons gar keine Frauen gibt. Und wie werden überhaupt diese Mudokons geboren? Habe ich mir die Frage gestellt. Und ich habe daraufhin eigentlich auch ein bisschen im Internet recherchiert und herausgefunden, wie überhaupt die Mudokons entstehen. Es gibt einen einzigen bisher bekannten weiblichen Mudokon. Und den kann man in Munch Odyssey sehen, also in dem Spiel Munch's Odyssey sehen. Ich weiß nicht, ob ich die Bomben sprengen sollte. Oh nein, das ist dieses Secret, ich kenne es, Secret. Dieses Level, ich kenne es. Das war nicht gerade geil, glaube ich. Hier kann ich, glaube ich, noch runter, oder? Nee, kann ich nicht. Okay, dann halt nicht. In Munch's Odyssey hätte es eigentlich eine Frau geben sollen. Sie war eigentlich geplant, die Frau. Wurde aber... Ich glaube, den Automaten kann ich nur so zerstören. Das Fliegeding. Das müsste, glaube ich, so klappen. Gab es auch eigentlich... wurde eigentlich geplant, eine... Ja, perfekt. War eigentlich auch eine Frau geplant? Ein weiblicher Mudokon war geplant? Dieses war sozusagen die Königin. Die wurde geplant, wurde ins Spiel, wurde aber zum finalen Spiel aus dem Spiel rausgenommen, rausgepatcht. Moment, wofür ist der Hebel da oben? Wofür ist der Hebel da unten, meine ich? Hallo, folge mir, okay. Ich hoffe, ich kann da wirklich nicht runter, oder? Nee, ich muss da runter. Wofür ist der Hebel hier? Ah, okay, da ist das. Ja, ich höre es schon. So, jetzt kommst du her. Ich höre es schon. Da ist ein Fahrstuhl gerade gekommen. Hallo. Hallo. Folge mir. Folge mir. Okay. So, und die Mudokons schlüpfen aus Eiern. Wenn ich das richtig verstanden habe, pflanzen sich so ähnlich wie Vögel fort. Ja, wie Vögel. Hört sich ein bisschen komisch an, ist aber so. Die sehen recht humanoid aus und haben eigentlich nichts von Vögeln, die Mudokons. Aber ich meine, die pflanzen sich so ähnlich wie Vögel fort. Und irgendwie sowas ähnliches. Und dieser weibliche Mudokon, den es in Munch's Odyssey gibt, in dem Teil Munch's Odyssey gibt. Fuck. Hätte klappen können. Den es halt in Munch's Odyssey gibt. Dankeschön. Ja, wie gesagt, ist der einzige bekannte Mudokon. Und der hat Eier gelegt. Er hat Eier gelegt. Ist der einzige bekannte weibliche Mudokon, den es gibt. Und Moment, da gab es oben nichts mehr, oder? Ich habe da jetzt nichts vergessen. Und der wird festgehalten, um die Mudokon, die Geburtsrate der Mudokon zu kontrollieren. Alle weiblichen Mudokons wurden ausgerottet, bis auf diesen einen einzigen. Er hat auch, glaube ich, einen Namen. Also sie hat einen Namen, aber den Namen habe ich vergessen. Wie gesagt, dieses Element, oder was heißt dieser Abschnitt, hat es nie in das finale Spiel geschafft von Munch's Odyssey. Wer Munch's Odyssey nicht kennt, das ist der dritte Teil der Serie und der ist dann damals für die Xbox rausgekommen. Gibt es mittlerweile auch für Steam und so weiter. Und ja.
wenn ihr wissen wollt, wie vielleicht die entstehen. Aber so stehen die ungefähr. Und das ist auch der Grund, wieso es eigentlich keine Frauen gibt. Weil, wie gesagt, alle Frauen wurden umgebracht. Und die letzte Frau wurde halt festgenommen, um mit ihr die Mudokon-Geburtsrate zu kontrollieren. Wenn man gerade Mudokons als Sklaven braucht, lässt man sie gebären. Wenn man gerade keine braucht, dann lässt man sie nicht gebären. Ist schon ziemlich krass. Aber was willst du machen? So ist das Spiel. Das Spiel hat eine recht ernste Thematik, aber es arbeitet auch sehr viel mit Humor, mit so einem richtig dunklen Humor. Und im ersten Teil sieht man diesen Humor noch nicht so sehr. Teils, zum Beispiel sowas wie wenn dein Mudokons sterben, dann steht Abe da und sagt, ups. Oder wenn Mudokon einfach einen Slick tötet, dann lacht er oder so ein Kram. Und das sind halt solche Sachen. Es ist recht schwarz, der Humor. Und dieser Humor wird auch eigentlich im zweiten Teil recht stark sichtbar. Viel stärker sichtbar. Ich gehe jetzt mal hier hoch. So. Und das dazu zu der Geburt, zu den weiblichen Mudokons und wie überhaupt Mudokons geboren werden. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, wir beenden diese Episode hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir werden dann in der nächsten Episode hoffentlich, wie in dieser Episode, auch einen ganzen Zulag schaffen. Aber ich glaube, Zulag 3 war dieses Level, was ich meine, was richtig schwer war und richtig groß war. Wo du einen einzigen Fehler machst und dann musst du alles von neu beginnen. Das ist halt ein richtig großes Level. Und ein richtig schwieriges Level. Deshalb, schaltet nächstes Mal ein, wenn ihr ein paar Fails sehen wollt. Es wird auf jeden Fall in der nächsten Episode auf jeden Fall ein bisschen anstrengend. Ich meine, das war auf jeden Fall Zulag 3. Die Farbgebung erinnert mich auf jeden Fall an das Level. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst bestimmt, wie ihr mir das zeigen könnt. Und ansonsten habt einen wunderschönen Tag. Genießt das Wetter. Stoppt euch mit Eis voll. Das werde ich heute nämlich machen. Ich werde mich heute richtig schön mit Eis mästen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Oddworld Apes Odyssey. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich sage das zum zweiten Mal. Bis demnächst.